Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Star Road. Kann es sein, dass man hier lesen kann? Nö. Nö, kann man nicht. Wir haben im letzten Mal zwei Welten gemacht und eigentlich wollte ich jetzt aufhören aufzunehmen, aber I couldn't handle myself. Ich musste einfach weitermachen. Und ich denke mal, das hier ist die nächste Welt. Welt 10. Nein. Welt 10 ist nicht die nächste Welt. Machen wir sie trotzdem? Anscheinend. Okay, Chili Lookout Fight. Alles klar. Ja, ich habe heute schon zwei Parts aufgenommen, aber ja, es ist einfach so gut. Ich habe einfach zu viel Spaß hierbei. Did you know that it is possible for a plumber with exceptional jumping skills to jump up a steep hill? You can do this by landing on the slope after your second hop, then pressing A once more to triple jump. I did know. Au. Wofür? Wofür ist das? Und warum ist die Musik hier so extrem laut? So. Und so. So, du, get the fuck out of here. Oh, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los, könnte man sagen. Gott. Alter. Hier ist richtig was. Die wollen hier richtig was von einem. Aber es lohnt sich. Das ist der erste Stern hier. I guess. Gut, ja, perfekt. Nehme ich mit. Na dann, zurück. Chili Lookout Fight. Ja, 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 okay. War es gerade ein Lag? Das ist ja weird. Brrr, it's amazing you're not frozen to the spot in this kind of temperature. This is certainly not a place to be explored by an ordinary plumber. There are very dangerous drops in this place. Not to mention the icy baddies, so you better watch your step. Okay. Die icy baddies. Aber doch nicht du. Du bist entspannt. Du bist ein chilliger. Du bist ein chilliger Chiller. Und auch hier habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwas Schlimmes ist. Ach, wir haben mal wieder so ein One-Up-Gedöns. Ja. Nehme ich mit. Boah, die Musik ist so laut. Ich muss die richtig. Ich glaube, ich muss die richtig runterdrehen nachher im Post. So. Ach, ich sehe mich schon wieder hier am Münzen sammeln gerade. Okay, von mir aus. Ich hatte letztens drüber nachgedacht. Letztens. Ich sag das so, als hätte das, wäre es schon Ewigkeiten her. Aber ich habe darüber nachgedacht. Soll ich eventuell meinen. Au, oh, das war schlecht. Soll ich eventuell meinen Channel-Namen ändern? Oh nein. Na. Ah, ich heiße ja Kawahi. Ja, wer hätte damit nur gerechnet? Kawahi. Aber ich dachte mir, vielleicht sollte ich. Ja, zur besseren Visibility, könnte man vielleicht sagen. Meinen Namen ändern in. Ja, und jetzt kommt's. Also, ich persönlich denke nach über einfach Mika, so wie ich ja halt auch heiße. So, weiß mal Bescheid. Ich heiße Mika, das ist mein Channel. Ich weiß nicht, ob das nicht zu ordinary ist. So. Also, deswegen habe ich gedacht, ja, vielleicht findet man ja noch was anderes. Aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so sein, also ob das eine gute Idee ist. Wie soll ich denn an das One-Up da kommen? Das ist, um ehrlich zu sein, überhaupt kein Plan. Ohne dabei zu sterben, meint ihr vor allen Dingen. So. Alter, hier sind ganz schön viele. Aber ich habe sie alle bekommen. Cool, wir haben bald die 100 schon. Also, ist gar nicht so hart hier anscheinend. Ja, nee, also Mika, mein Channel. Ich. So heiße ich vor allen Dingen. Ich heiße Mika. Ist das Wasser? Ich traue mich gerade nicht. Ich habe schon so viele Münzen. Da will ich immer nicht zu viel überstürzen. So. Okay, ich sehe schon. Hä? Was? Nichts überstürzen. So. Ja, eine andere Idee für einen Namen wäre. Ah, da ist der Bully, wahrscheinlich den wir killen sollen. Mach ich jetzt nicht, aber. Einfach nur so. For your information, da ist er. Also eine andere Möglichkeit wäre noch einfach Mikawahi. So eine Mischung quasi aus Mika und Kawahi. Das ist dann auch schon wieder so lang. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen too much ist quasi für die. So, das ist dann, dass man einfach dann noch weniger Visibility hat. So, das weiß ich halt nicht. Da bin ich mir unsicher. So, das war Nummer 6. Können denn hier noch welche sein, ey? Ah, da unten. Ist da so ein Moneybag? Ja, tatsächlich. Gibt's voll viele Münzen. So. Ja, und jetzt fehlt noch eine rote. Na, im Endeffekt
Können wir... Alter, hier sind so viele Schneemänner. Hier können wir richtig sein. Also, es kann ja auch... Au. Aber danke fürs nicht runterschmeißen. Okay, hier ist was anderes. Hier ist irgendein anderer Stern, ne? Ja, dein ist definitiv ein Stern. Okay, hier wollen wir nicht hin. Aber kann ich mir schon mal merken. Also ich hoffe, es ist jetzt auch klar, wie man hier hinkommt. Dass ich das nicht nochmal machen muss, quasi. Okay, ich hab's gefunden. Da hinten. Ja, also genau, auf jeden Fall. Also ich bin gerade am meisten einfach bei Mika. Ah, hier muss man... Okay. Die Kiste hier muss verschoben werden. Ganz langsam und... So. Da ist er. Da ist der Stern. Na. Ha. Ich fasse es nicht. Also, das ist doch... Das ist dreist. Ich habe das doch gerade auch richtig gesehen, oder? Also, da hat mich jetzt nicht wirklich die Schuld getroffen, oder? Das war schon eher das Spiel, das mich da gerade runtergekickt hat. Naja, okay. Dann lass mal jetzt den Chili-Dude da Ass kicken und dann ist gut. Na? Du willst auf die Fresse, wa? Du willst auf die Fresse. Na dann. Hau ab. Ich dachte gerade schon. Der fällt da jetzt nicht vernünftig runter. Dann wäre ich aber wütend gewesen. Okay. So, ein Stern zur Perfection. Dann sind wir auch durch mit dem Spiel. The Snowman's Den. Ist das der Stern? Ist das der Stern, den ich basically skippen kann? Okay. Na dann, wir sehen uns gleich da oben. So, hier waren wir das letzte Mal. Oh boy. Oh boy. Ah, oh Gott. Oh Gott. Das ist ja gar nicht mal so einfach hier. Jetzt hab ich's. Okay. Nice. Nice. Oh nein, the lost penguin. Wo ist denn die Mutti? Ich weiß, wo die Mutti ist. Alles gut. Aber das Kind. Das muss man ja auch irgendwie zur Mutti bekommen können. Das ist dann natürlich schwierig. Also. Die wird wahrscheinlich in dem, ja, da in diesem... In dieser Höhle sein. Und irgendwo hier muss dann das Kind liegen. Ich guck mal schnell mit dem, mit der, ob ich recht habe. So, hier. Da drin. Ja. Oh nein! Richtig sad. How many times do I have to tell my silly child not to wander off? While he's wandering around these dangerous cliffs, I have to sit here worrying myself sick. Hm. Ja, komisch, dass sie vorher noch nicht da war. So, als würde man nicht wollen, dass die, dass man das findet. Hier könnte es gut sein. Übrigens, ich mag voll... Ich bin schon wieder ein richtiger Fan von dieser Musik hier. Oh Gott. Die haben echt alles getan, dass man... Dass das Kind überall sein kann. So, hier kommt man, glaube ich, an sich lang. Das ist schlecht. Naja, ich suche mal ein bisschen. Vielleicht finde ich es ja. Huch. Okay, warte mal. Da ist... Naja, was? Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas ist da. Da muss ich jetzt nur irgendwie hochkommen. So nicht. Ist jetzt die Frage. Eigentlich hier war so ein Propellervieh, aber das habe ich jetzt gekillt. Was? Warum? Warum machst du... Die habe ich nicht bestellt. So. Oh, da ist ein Stern. Geht das? Was? Warum? Okay. Ja, sure. I guess. Nehme ich. Bowser must be shivering in his shell. You are very close to finding him now. Ne, mir fehlen noch 60 Sterne tatsächlich. Und hier ein Stern. Naja, was ich nochmal kurz anmerken wollte. Ja, was sagt ihr denn? Was denkt ihr? Ist Mika ein angemessener Titel für so einen Kanal? Oder, also ich meine, gibt ja auch Luca, leider. Aber gibt's? Also, warum nicht Mika, I guess? Oh, hier. Hier ist eins. Hier, wo die, ne, die sind natürlich ganz am Anfang. Natürlich ist hier... Huh! Ja, perfekt. Das war jetzt der einzige Sprung, der mir ein bisschen Angst gemacht hat. So, hier lang sollte eigentlich okay sein. Und jetzt kann man hier relativ entspannt hochgehen. Also, hochspringen.
Ja, kurze Pause, Pipi-Pause. So, jetzt komm wieder her. Weh, du bist es nicht. Natürlich, direkt am Anfang hätte ich das finden können. Thank you so much for finding my naughty child. I'll have to keep a closer eye on him from now on. If you like, you can take this star. I found this man. The star I found. Many thanks. Sehr gut, The Lost Penguin. Und das war's. Ist jetzt halt die Frage. Machen wir noch eine Welt? I mean, das wäre sonst ein bisschen kurz, ne? Weiß ja nicht, ob hier irgendwie eine Welt, eine bestimmte Welt ist, aber... Oh Gott, bin ich jetzt... Nein, ich bin nicht. Alles gut. I wanted to play the piano, but I couldn't reach. Really, was that piano made for giants or what? Oh well, I guess there are more important problems at the moment. Say, have you tried climbing on the chandelier in the entrance room? If you can long jump onto it, maybe you'll find something. Okay. Was kann ich hier nicht... Naja, kann ich nicht. Kann ich irgendwas mit diesem... Oh. Ein bisschen kaputt, ich kann da durch. Das ist schlecht. Auch hier ist nichts, wa? Okay. Kann ich von hier aus dahin longjumpen? Oder von wo soll ich denn am besten... So? Das reicht gar nicht so richtig. Ich weiß aber auch nicht. Doch. So? Okay. Ah! Ich weiß, was wir heute noch machen. Wow, we found the secret Sandy Slide Secret. The Sandy Slide Secret. Ich glaube, ich habe gerade zweimal Secret gesagt. There are two stars here. One for finishing the slide in 18 seconds and another for collecting all the red coins. Be careful, though. If you fail to collect one of these, then you will have no choice but to lose a life. There are plenty of lives hidden in this level. Can you find them all? Ich weiß es nicht, aber ich werde es versuchen. Zu Musik von Mario Kart DS immer gerne. Ich bin da sehr laut, ist. Ich glaube, ich regel mal insgesamt ein wenig runter. Ah, schön. Ja, und ich sehe schon... Oh, blaue Münzen. Okay. Ja, das ist ja jetzt schlecht, weil... Ich brauche eigentlich... Ich weiß nicht, das ist voll... Voll blöd gerade. Ich muss eigentlich ja... Ich muss eigentlich hier hoch. Hier runter. Ups, naja. Okay, wir scheißen auf die blauen Münzen und versuchen uns erstmal den roten. So. Ja, das Level hier ist definitiv ein wenig inspiriert von Mario Kart DS. So musikmäßig und auch vom Aufbau her erinnert mich das doch sehr daran. Hier gibt es auch diese Super Mario Bros. 3 Rohre in Mario Kart DS. Und ja, wie schon gesagt, die Musik ist ja eh genau diese hier. Also... Sehr cooles Level. Gibt's da noch in Mario Kart Wii? Aber das wusstet ihr ja schon. So. Ich glaube, hier war's das. Ja, ich glaube mit den... Oh, da ist noch ein Leben, aber... Ich glaube vor allem mit den 18 Sekunden schaffen wir es nicht mehr so ganz. Hier ist schon wieder Kermit. Ich denke mal, das ist von Banjo-Kazooie, oder? Die Dinger. Sieht auf jeden Fall irgendwie so aus. Diese... Wie heißen die nochmal? Die man da finden muss. Ich hab den Namen. Mir ist der komplett entfallen. Leider. Sag mal, kann es sein, dass da... Ja. Da. Okay. Nein, bitte nicht. Ja, okay. Genau so nämlich. Vielen Dank. 7. 7 ist schlecht. Bitte lass hier noch eine sein, ja? Da. Alles gut. Okay. Wir haben alle. Sehr gut. Und jetzt müssen wir nur noch die Slide Time schlagen. Und wieder da hoch. Das ist echt ätzend. Die Mauer da ist ein bisschen... Ja... Pummelarbeit. So, 18 Sekunden, ne? Easy, gar kein Problem. Wie soll das denn je? Es war nie ein Problem für mich, Slides abzuschließen in einer gewissen Zeit. Nein! Okay, vielleicht ist es doch problematisch. Oh Gott. Komm. 17, ja, perfekt. Selbst mit kleinem Hiccup. Ganz einfach geschafft. Okay.
Ich muss sagen, das ist immer noch ein sehr kurzer Part irgendwie. Ich glaube, ich mach noch was. Ich mach noch was. Eine Sache machen wir noch. Wir machen jetzt was, das machen auch CPUs. Das nennt sich Out-of-Order-Execution. Und das war gerade so ein dummer Witz, den wahrscheinlich 2% verstehen. Wir machen jetzt das Bowser-Level. Oder das SMW-Castle. SMW. Ist es nicht episch? Ich finde das so geil. Die Musik, das ist mega. Kriege ich direkt einen Bock, Mario World zu spielen. Ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen schnell hier, aber egal. Ja, ist super cool. Ich find's mega. Alles im Grafikstil des Originals gehalten. Hat man jetzt natürlich auch schon ein paar Mal öfter gesehen, aber... Ne? Ne? Ich find's mega. So, wir gehen hier oben lang. So. Es gibt natürlich wieder Yoshi-Coins, die anscheinend wirklich gar nichts tun. Keine Ahnung. Ich hab's beim letzten Mal... Ich hab's nochmal ausprobiert, weil es mich doch interessiert hat. Aber... Nix los. Ach komm. Warum viel zu lang? Frag mich immer noch, ob das jetzt vom Spiel kommt oder von dem Port. Also von dem PC-Port, dass man so extrem schnell unterwegs ist. Das ist nämlich. Das ist ziemlich cool. Das könnte aber beides sein. So, gibt's hier keine Red Coins? Au. Okay. Hä? So. Ich finde auch das Theme ist so mega cool. Also von das Castle Theme aus Super Mario World ist einfach so geil. Okay, und es scheint nicht so, als würden die hier in der Lava versinken. Nur so fast. Aber nicht ganz. Ja, so. Und da ist frei und da ist was? Ist da ein Stern, oder? Und warum sollte ich das tun? Bei aller Liebe. Ja, das ist ein Stern. Und hier ist ein Leben. Weil es hier hart wird, oder was? Naja. Ich frage mich ja wirklich, ob diese Yoshi-Coins irgendwas bringen. Wird hier wohl ein Stern sein. Was? Was war das denn gerade? Frame Perfect Long? Also Frame Perfect Wall Jump? Es ist so komisch. Warte. Da auch. Macht ihr das mit Absicht? Ich will hier nur hoch. Please. So, na dann lass mal hier in die offene Tür gehen. Gucken, was hier auf uns wartet. Nachdem ich da doch hochgekommen bin, danke für diese Münze. Still trying to stop me, Mario? Even if you do manage to get past my delicious blueberry bully, you will never defeat me. Delicious blueberry bully. Habe ich was verpasst? Oh. He is indeed one delicious... He just killed himself. Ich hab nichts gemacht. What? Okay. Na, alles klar. Ja, vielen Dank, I guess. Danke dafür. Nehme ich so mit. Ja, ich frag mich immer noch. Also, ich ist ja noch was. Das habe ich, glaube ich, beim ersten. Das ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass hier noch so ein Ding ist. Es scheint auch, ist auch nichts hinter. Naja. Okay, dann nicht. Damit sollten wir durch sein. Mit allem, außer Welt 9. Mit 10 haben wir gemacht. Ja, 11, 12, 13, 14, 15 fehlt noch. Und dann noch so ein paar Sterne. Aber, ja, was wir in der zweiten Oberwelt noch machen sollten, fällt mir nichts mehr ein jetzt. Also, I would be... I think I'm done. Also, ja, danke fürs Zusehen, würde ich sagen. Das war's für heute. Wir haben Bowser gemacht, wir haben eine Welt gemacht. Beim nächsten Mal machen wir diese Musikwelt. Und dann gehen wir in die nächste Oberwelt. Es geht voran. Und denkt dran, Namensvorschläge oder Sachen, Meinungen, gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit euch.